Willkommen zum nächsten Video. In diesem Video schauen wir uns einmal an, ja, was passiert, wenn ich denn ein neues Projekt angelegt habe. Also das wäre der erste Schritt. Und das ist das Geoportal. Das bedeutet, ich wechsle meinen Altplan. Wir sind in unserem Schulungsprojekt wieder. Wir hatten ja die Projektvorlage kopiert. Oder es kann ja sein, dass Sie jetzt ein neues Projekt mit Vorlage angelegt haben. Und da ist wichtig, jetzt bitte einmal die Projektinformation auf passiv zu stellen und den Lageplan auf aktiv zu stellen, also auf rot zu stellen. So, und hier wollen wir jetzt nämlich jetzt das Grundstück. Ja, ich habe vielleicht noch keinen Plan von meinem Vermesser bekommen, noch keinen Katasterplan, will aber schon mal gewisse Flächen rausziehen. Ja, und das passiert über das Geoportal. Da wechsle ich jetzt einmal kurz mal rüber. Das ist hier an der Stelle geoportal.rheinland-pfalz. Jedes Bundesland hat eigentlich so sein Geoportal, wo Sie Informationen sich rausziehen können. Und hier ist es für mich der Kartenviewer. Da gehe ich jetzt mal kurz rein auf den Kartenviewer. Ja, und kann jetzt hier sagen, in diesem Fall ist es die Eicher Straße, was wir hier haben. In Pleit meinetwegen, Eicher Straße in Pleit. Diese Adresse brauche ich, das ist die hier. Da springt er jetzt auch schon hin. Und dieses Luftbild, das sieht vorher bei Ihnen, müsste es ungefähr so aussehen. Es kann sein, dass bei Ihnen noch ein paar Karten an sind. Also das wäre jetzt Ihr Stand, so wie Sie es sehen. Dort scrolle ich jetzt mal ein bisschen rein, weil das ist dieses Stück hier. Also wenn Sie jetzt hier rausscrollen, wäre es diese 60820. Da scrolle ich mal ein bisschen jetzt ran und schalte hier, wie gesagt, eigentlich alles mal aus, weil ich brauche dort nichts. Auch beim Luftbild kurz mal hier reinklicken auf das Dropdown-Menü. Und hier die Luftbilder alle ausschalten an der Stelle. Ja, sodass ich nur die 60820 sehe, unser Grundstück. Gut, an der Stelle, auch hier auf diesem Portal, jetzt wenn wir schon mal drauf dabei sind und das Ihnen zeigen, können Sie hier schon das Grundstück mal grob abmessen. Das funktioniert nämlich hier oben über das Messenwerkzeug, Messen. Da kann ich einfach mal ganz grob so ein bisschen die, ja, Grundstücksecken soweit anklicken. Da schiebe ich mal ein bisschen hoch, damit ich ungefähr weiß, okay, wie groß ist denn mein Grundstück? Und dann sehe ich hier, das sind 581 Quadratmeter, grob, ja. Ohne dass ein Vermesser mir genau die Punkte und meine Grenzen vermessen hat. Okay, das Stück hier wollen wir jetzt exportieren, weil das brauche ich jetzt in Altplan. Also gehe ich hin und sage drucken. Ja, ich kann hier auf drucken gehen. Dort auf Vorlage, das Ganze hätte ich gerne in A3 Querformat. Die Auflösung können Sie eigentlich auf 72 dpi lassen. Das reicht eigentlich für diese kleine Auflösung hier. Und ich ziehe hier über die Greifer an allen vier Ecken das Ganze ein bisschen größer. Und über den mittleren Greifer kann ich es ein bisschen zentrieren, sodass das hier mein Ausschnitt ist. Ja. Und ich habe in dem Fall einen Maßstab von 128. Den könnte ich selber noch hier ändern. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier reinschreibe 150, dann wird der Ausschnitt größer oder bei 128 kleiner. Das ist natürlich jetzt kein Maßstab, den wir jetzt als Planer sinnvoll nutzen können. Aber für unsere Zwecke ist das erstmal gut, weil ich will Ihnen zeigen, wie Sie auch solch einen Maßstab in Altplan einlesen können und dennoch exakte Abmessungen haben. Wir sagen 128 drucken. Dann wird jetzt eine, oder es wurde jetzt eine PDF generiert. Das ist die hier. Ja, die öffne ich jetzt mal kurz. Und zwar wurde hier, ich ziehe jetzt mal rüber auf meinen zweiten Bildschirm, beziehungsweise wechsle nochmal auf den ersten Bildschirm bei Altplan. Da ist diese PDF jetzt 128. Ja, so, wir merken uns, die 128 ist. Ich klappe das Ganze mal auf, 128, das passt. Ich kann die erstmal schließen, die Sitze jetzt, die haben Sie ja abgespeichert. Natürlich müssen Sie einen Speicherort finden, also da, wo diese PDF jetzt bei Ihnen liegt. Und wir müssen zuerst, bevor wir überhaupt was machen, den Maßstab richtig einstellen. Das bedeutet, wenn Sie, ich spiele mal kurz auf mich, wenn Sie jetzt alte PDFs bekommen, Sie haben oder Bestandspläne eingescannt, dann haben die einen gewissen Maßstab, ja. Diesen Maßstab merken Sie sich, ja, und müssen dann hier über die Arbeitsumgebung, also über den Aufgabenbereich Arbeitsumgebung, gehen wir auf den Bezugsmaßstab. Das ist diese Einstellungen. Da gehen wir drauf und sagen, wir würden gerne über das Plus eine weitere
ja, oder einen weiteren Maßstab hinzufügen, unten in der Statusleiste. Und das machen wir, indem wir sagen 128. Wichtig ist, auf das Plus zu klicken vorher. Und diesen Maßstab hätten wir gerne. Und Sie sehen, dann springt er hier auf 128 um. Das ist richtig. Und jetzt nehme ich mir einfach die Datei, die PDF, die wir gerade über das Geoportal erzeugt haben, und ziehe die per Drag and Drop hier einmal drauf. Ich habe die gerade aus meinem Ordner hier rübergezogen. Loslassen. Der Faktor kann dann nämlich bei 1 bleiben. Ja? Bedeutet, wenn Sie eine PDF bekommen, die jetzt keine Vektordatei, sondern eine Pixelfläche ist, dann können Sie die hier einfach reinlesen, indem Sie den Maßstab verändern, anpassen. Ja? Und eine Pixeldatei hat sowieso keine Layer, also kann ich den Haken auch rausnehmen. Und Bilder importieren, optimieren, können Sie eigentlich alles so lassen wie bei mir. Das sind jetzt nochmal Einstellungen, die jetzt erstmal nicht so wichtig sind. Das ist so die Standardeinstellung, die können Sie so lassen. Und wir sagen, okay, dann wird die PDF importiert. Und Sie sehen, die ist hier am Nullpunkt. Die untere Ecke dieser PDF liegt auf dem Nullpunkt. Also können wir das eigentlich so lassen. Ja? So, und wir haben jetzt hier unsere PDF aus dem Geoportal eingelesen. Die markieren wir einmal. Das ist nämlich das Original. Das Original sollten Sie immer belassen. Entweder mit STRG C auf Ihrer Tastatur, liegt das jetzt im Zwischenspeicher, oder Sie sagen bearbeiten und kopieren. Falls Sie die Menüleiste vielleicht ausgeschaltet haben, kurzer Hinweis, über den kleinen schwarzen Pfeil hier Menüleiste einblenden, dann haben wir diese Leiste wieder. Also markieren, STRG C oder über bearbeiten und sagen kopieren. Dann wechseln wir das Teilbild. Den Lageplan Geoportal, die 52, schalten wir aus und wir nehmen die 53 gedreht. Auch die Projektinformation können wir jetzt ausschalten, weil wir haben jetzt gerade gesehen, dass die PDF sehr nah am Nullpunkt liegt. Also brauchen wir jetzt hier die Projektinformation nicht unbedingt mehr sehen, sondern sagen direkt Lageplan Geoportal und schließen. Jetzt ist wichtig, nochmal auf Bearbeiten zu gehen und wir sagen Einfügen an Originalposition. Ja, und wir haben hier jetzt die Datei eingelesen. Und das Schöne ist jetzt, dass der Maßstab auch jetzt soweit wieder stimmt. Das heißt, ich gehe jetzt mal auf den Lageplan Geoportal, Doppelklick. Da ist der Maßstab 1 zu 100. Ja, also ab jetzt ist egal, was ich jetzt einstelle, der Maßstab ist jetzt immer korrekt. Das brauchten wir quasi nur zum Importieren. Okay, dann als kleiner Test können wir das Ganze mal messen. Das bedeutet, ich gehe jetzt mal hier auf Messen. Ich will eine Strecke messen von dem Punkt zu dem Punkt hier. Das sind dort ungefähr 31 Meter. 31 Meter, die merken wir uns jetzt. Die schaue ich mir jetzt im Geoportal einmal an. Das heißt, ich gehe aufs Geoportal, auf Messen. Von da bis da, sehen Sie da, 31 Meter passt also. Also somit stimmt die Größe. Das passt. Wir sind auf dem Lageplan Geoportal mit Doppelklick links nochmal kurz zurück. Das war einfach nur die Kontrolle, dass alles soweit passte. Lageplan Geoportal gedreht, den holen wir uns jetzt. Und wir müssen uns jetzt entscheiden, hier steht nachher unser Objekt drauf, ja. Der ist ja genordet, das heißt, oben ist Norden, unten ist Süden, Westen und Osten, ja, auch im Lageplan. Aber für Allplan, jetzt passt es natürlich in dem Fall sehr gut, aber manchmal haben sie halt das Problem, dass das Grundstück halt ja, gedreht ist und vielleicht das, was jetzt auf Norden, auf der Nordseite liegt, dann im Süden real ist. So, hier passt es einigermaßen oder hier passt es sogar. Jetzt wollen wir aber immer eine Achse, an der wir uns orientieren. Und das soll diese Achse hier sein. Also diese Achse hätte ich gerne in Allplan einmal so horizontal. Ja, das heißt, wir müssen diesen Plan hier einmal drehen. Und das machen wir, indem wir einmal das Ganze markieren. Oder wir sagen erstmal den Befehl drehen. Dann fragt uns, was wollen wir drehen. Das schiebe ich ein bisschen um. Ich sage, das will ich drehen. Also den ganzen Plan will ich drehen. Er will einen Drehpunkt haben. Die Dialogzeile fragt uns, wo ist der Drehpunkt? Und der Drehpunkt ist diese Ecke hier.
Also diese obere linke Ecke. Da klicken wir einfach ungefähr in die Mitte rein. Dann will er wissen, wo ist Ausgangspunkt oder Bezugsgerade. Wir haben in dem Fall keine Bezugsgerade, weil es ja eine Pixelfläche ist. Und deswegen arbeite ich als Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt ist einfach diese hintere Ecke. Klick. Und jetzt sehen Sie, was passiert. Jetzt kann ich das hier, sehen Sie das, einmal drehen, weil ich habe beide Punkte angeklickt. Ich habe den Drehpunkt angeklickt und den Ausgangspunkt. Also kann ich es jetzt in die Horizontale runterdrehen. Klick. Und habe hier diese Achse ist jetzt quasi meine Horizontale. Und zum Schluss gehen wir nochmal mit Doppelklick links in die Bauwerkstruktur. Wir sagen Lageplan Geoportal gedreht auf Passiv und wir aktivieren die Konstruktion, weil wir dort jetzt die Grundstücksgrenze einmal einzeichnen wollen. Und das machen wir ganz normal über Konstruieren. Wir nehmen uns eine ganz normale Linie raus. Dort wechseln wir aber jetzt den Layer. Wir starten den Befehl Layer und dort holen wir uns zum Beispiel jetzt Raster raus. Vielleicht haben Sie diese Layer hier jetzt noch nicht, weil die werden nur dann angezeigt, wenn Sie die alle schon mal benutzt haben. Und dafür gehen Sie bitte einmal auf Einstellen wieder. Wir scrollen ein bisschen hoch und suchen uns jetzt mal was. Was passt denn? Und Sie sehen hier Grundstücksgrenzen. Dieser Layer passt. Ne, den könnte ich jetzt eigentlich nehmen. Ist eine 0,25er durchgezogene schwarze Linie. Ja. Ich muss den aber nicht unbedingt nehmen. Ich könnte genauso gut auch Konstruktion allgemein 01 nehmen. Ja. Aber da das hier eigentlich passt, nehme ich den hier. Doppelklick. Und er fragt mich von Punkt. Das kennen Sie jetzt. Scrollen wir ein bisschen ran. Gehe auf den ersten Punkt. Klick. Habe den Punkt angeklickt. Und jetzt einfach die Grundstücksgrenzen abfahren. Nah ran, so, also nicht von weitem, sondern da treffe ich den Punkt nicht genau. Nah ran, so, und sage, okay, den Punkt will ich haben. Nächster Punkt, da die Linie jetzt schwarz ist, sehen wir die Linie jetzt nicht. Klick, sodass sie ungefähr einmal hier auf der Grundstückslinie entlang fahren. Ich klicke quasi einzelne Punkte an. Hier rüber. Klick. Jetzt habe ich hier diese Rundung. Ja, das werden wir mit dem Befehl Ausrunden machen. Also klicke jetzt nicht hier einzeln rein, sondern ich gehe auf den Punkt hier und ich weiß, da war ja mein Startpunkt, den erkennt er ja. Klick. Und ich habe jetzt hier meine Linie. Und damit man die jetzt vielleicht ein bisschen besser sieht, ändere ich mal kurz die Farbe. Das brauchen Sie jetzt nicht mitmachen. Wenn ich jetzt nachträglich die Farbe ändern will, muss ich natürlich hier erstmal sagen, Farbe von leer rausnehmen. Und ich mache die jetzt mal für Sie rot, dass Sie die besser sehen. Da ist die Linie, die ich jetzt gerade gezeichnet habe. Ja? Und diese Linie hier, die muss ich noch ausrunden. Das heißt, einmal kurz Rechtsklick, zwei Elemente ausrunden. Klick, Kontextmenü. Das erste Element ist ja schon die Linie, weil ich sie angeklickt habe mit rechts. Und das zweite Element ist ebenfalls diese Linie. Und dann kann ich sie nämlich hier schön ausrunden und sage, da liegt sie dann mittig drinne. Und dann habe ich auch diese Linie schön und sauber ausgerundet und habe einmal das Grundstück umfahren. Jetzt noch wichtig, als allerletzten Punkt, ich möchte wissen jetzt einfach zur Korrektur auch, wie viel Fläche habe ich denn an der Stelle. Und dazu gehe ich auf Messen, Messen Fläche. Dort schalte ich in der Dialogzeile die Flächensuche an und kann jetzt quasi einfach hier reinklicken und habe meine 575 Quadratmeter. Ja? Und die passen ungefähr auch jetzt zu der Fläche, die ich eben auf dem Geoportal angeklickt habe. Klar, die ist nicht ganz exakt auf dem Geoportal, weil es halt sehr, ja, etwas weiter weg vom Grundriss war. Also die Kamera war weiter weg, also war es nicht ganz genau und deswegen habe ich diese kleinen Abweichungen hier. Aber so passt das. Ich habe 575 und jetzt wirklich mal ganz entspannt mal überlegen an der Stelle, wie viel darf ich denn hier jetzt von bebauen? Und sagen wir so, standardmäßig sind es im Wohngebiet 0,4. Das heißt, dass die GRZ-Zahl 0,4 besagt, ich darf quasi 40% bebauen. Und bei 575 Quadratmetern sage ich mal 0,4. Bedeutet, ich dürfte jetzt hier auf diesem Grundstück 230 Quadratmeter bebauen, wenn das im B-Plan so festgelegt ist.
beziehungsweise wenn es keinen B-Plan gibt, dann geht es dann nach der Baunutzungsverordnung und dort wäre in allgemeinen Wohngebieten 04 angegeben, aber auch das kann je nachdem bei Kommunen variieren, wenn es eventuell Satzung oder ähnliches gibt. Aber 575 Quadratmeter mal 0,4, ich darf 230 Quadratmeter hier auf diesem Grundstück bebauen. Okay, soweit zu diesem Teil. Projekt gestartet, Geoportal, und ich kann schon erste Linien, könnte ich jetzt hier rausziehen, oder ich weiß, wenn ein Bauherr mich fragt, er hat 575 Quadratmeter, wie viel darf er bebauen, dann könnte ich sagen, ja, circa 230 Quadratmeter. Gut, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video.